Was du gerade gesehen hast, ist das Ergebnis der ersten zwei Tage mit der Canon EOS M aus dem Jahr 2012 und dem Magic Lantern Hack, der es ermöglicht, RAW-Video mit dieser Kamera aufzunehmen. Zum Fazit, ich habe keine Ahnung, was ich da eigentlich mache. Ich finde aber, dass das Full-HD-RAW-Material relativ gut ausschaut. Leider bekomme ich mit den Canon FD-Objektiven oft chromatische Aberrationen ins Bild und die Arbeit mit der MLV-App, die das Material entwickelt und dann in ProRes umrechnet, ist sehr anspruchsvoll und dauert sehr lange. Das Color Grading funktioniert wegen dem 14-Bit-Material wirklich gut und damit bin ich auch wirklich zufrieden. Die internen Vorverstärker von der Canon EOS M sind wirklich Müll, die klingen wirklich nicht gut. Das Focus Peaking funktioniert leider auch nicht richtig gut und deswegen sind einige Shots leider nicht wirklich scharf. Außerdem stürzt die Kamera immer mal wieder ab, was ziemlich nervt, aber immerhin, der Kaffee war ganz gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao.